Und durch das, dass das so geil gemacht ist, fahren wir direkt das nächste Rennen. National B-Lizenz, Land Frankreich. Also ich benötige einen französischen Wagen. Der Clio RS macht mir. Ist mir am sympathischsten. Also wir fahren einmal rückwärts und einmal. Beim Clio machen wir mal Sport weich. Vielleicht wird es nicht die beste Entscheidung sein, aber. Gelo. What? Der Turbo? Ich will einen Turbo ausbauen. Ich will einen fetteren Turbo drin haben. Ja. So. Mal schauen. Ich habe jetzt nur die Reifen gewechselt und einen Turbo reingeballert. Das reicht. Wird sich jetzt gleich zeigen. Wenn es wirklich nur am Turbo liegt, dass wir so abgekackt haben in der letzten. Lopez. Seit ich 5 bin, trete ich an Motorradrennen an. Ich bin also quasi auf Rädern groß geworden. Aber ob auf 2 oder auf 4 Rädern, der Grundsatz bleibt, man muss wissen, wie man seine Maschine kontrolliert. Auf einem Motorrad, ja. Muss ich jetzt nicht alles durchlesen. Das sind einfach zwei Hauptkontrahenten. So. Der Turbo, der drückt schon ordentlich. Er ist auf Minus. Jetzt kommt er. Sehr gut. Jetzt fahren wir wieder gegen 11 andere Fahrer. Das ist schon mal sehr gut. Aber fährt sich gut das Auto. Holy. Ich muss auch 15 Sekunden gut machen. Warum sieht die Strecke eigentlich aus wie so ein verkrüppelter Kampfjet? Oh. Ja, die weichen Reifen. Ich weiß gar nicht. Hart. Bei harten Reifen hat man, soviel ich weiß, höhere Resistenz. Mittel ist so das mittlere von meinen. Und weich, das sind die weichen Räder. Die sind so griffiger. Schmieriger. Ich glaube, für schnelle Rundenzeiten wird, glaube ich, bei der Formel 1 auf weiche Reifen gestellt. Dafür passiert genau das, dass man bisschen ins Driften kommt. Ich bin mir da nicht sicher. Ich will nicht den Reifenexperten raushängen. Da müsste man schon mal einen Profi von Reifen fragen, wie das sich genau verhält mit der Fahrphysik und so. Ist auch immer was so ein Thema ist mit Achtfachbereifung und Vierfach, Sechsfach oder was es auch immer da gibt. Ich weiß es gar nicht. Ich kaufe einfach immer nur Goodyear oder Michelin-Reifen. Den Rest schaue ich gar nicht. Boah, Alter, der legt hier mehr Drift-Sessions hin als was anderes. Das kostet mich Zeit. Lustigerweise habe ich die Hälfte der Zeit gut gemacht. Also muss ich in dem Fall schon die richtigen Reifen auf die richtigen Reifen gesetzt haben. Zu viel Tempo in die Kurve. Ich frage mich, bei welchen Rennen man die Boxengasse braucht. Also bis jetzt komme ich ganz gut ran.
Ja, der Erstplatzierte, der fährt bestimmt einen Alpiner. Hundertprozentig. Warum lässt er mich nicht durch? Ja, wieder dieser Alpiner. Der Alpine, der ist unschlagbar. Unfassbar, was der an den Tag performt. Aber ich komme gut ran. Hätte ich nicht gedacht. Boah, Junge, deine Bremsen. Das hat mich Zeit gekostet. Ja, das kostet mich auch wieder Zeit, dieses Querkommen immer. Der kann einfach durchziehen. Hat aber, wie ich das richtig sehe, ein anderes Reifenwerk drunter. Da wollte ich zu viel. Da wollte ich viel zu viel. Das war's mit der Führung. Mit dem Holen der Führung. Das wird nichts mehr. Ist nur noch eine Kurve, dann. Aber ich kann hier vom zweiten Platz aus. Obwohl, ja, ich bin noch gut rangekommen. Krass. Krass, krass, krass. Meider. So. Eis vor mir. Die Wiederholungen sind geil, um gewisse Cinematic-Sachen zu machen. So, rückwärts. Das Ganze. In die andere Richtung. Also der Turbo. Fumichon ist ein kleines verschlafenes Dorf auf dem französischen Land. Ein schöner Ort. Ist ein bisschen so wie im Elsass, wo wir Rennen fahren werden. Wussten Sie übrigens, dass das Elsass auch als Weinanbaugebiet berühmt ist? Da fällt mir ein, da muss ich in LS22 noch Wein anpflanzen. So. Geschätzter Autopilot. Mach keinen Mist. So, jetzt das Ganze noch retour. Das wird ein spaßiges Rennen. Ist das Spiel verbuggt oder warum zeigt es mir die Zeit zum ersten nicht an? Anscheinend. 18 Sekunden! Junge! Was willst du denn hier noch machen? Okay, 15, 14. Alter, wie hole ich den denn auf? Diese fliegenden Starts, die sind schon assi. Aber die starten in der Reihenfolge, wo sie vorher nicht gestartet sind. Oh, kam das Heck. Jetzt kommt der kurvige Teil. Oh, nein. Nicht auf Rasen fahren. Das ist das Dümmste, den Rasenmäher zu spielen. Das ist wie bei Need for Speed. Für die, die die Szene noch kennen, den Rasen
die Rasen, nicht die Szene, sondern die Rasenmäher-Folgen. Folge. Aber der vorher erst war, der ist Dritter. Es gibt mir Mut, es gibt mir Hoffnung. Ich schlag den jetzt. Ich komme. Ja, wenn ich den hinter mir lasse, dann bin ich safe erst. Aber er hat schon wieder jemanden überholt. Er kommt bestimmt aus dem Elsass. Er nimmt jetzt Platz 1 in Angriff. So. Ich habe eine gute Ausgangslage. Eine richtig gute. Ah, da klebe ich schön. Da bin ich. Hallo, Zweitplatzierter. Hallo, Pagan-Dead. Ich werde dich noch überholen. Glaub mir. Aber in irgendeiner Weise. Hier schwächelt er. Aha. Er hat da gebremst, damit er hier. Bis er rauskommt. Das ist, glaube ich, der sich vorher vorgestellt hat. Im ersten Moment. Dich hole ich auch noch. Glaub mir. Ich weiß auch schon wie. Platz. Lass mich die ersten inneren Kurve. Gut. Wenn ich jetzt hier irgendeine Kurve verkacke, dann geht das trotzdem klar. Zwei Sekunden Vorsprung. Ich glaube, man muss einfach ein bisschen die Strecken kennen. Aber wir als Gran Turismo-Spieler, wir sind uns ja gewohnt, dass wir immer von hinten aufholen müssen. So. Noch dann die Hardcore-Bremsung und dann gehört der Pokal uns. Auch wenn dieser hinter mir der Alpine ist. Vielleicht gibt es einen Unentschieden dann. Aber ich denke nicht. Wir haben so viel Zeit Vorsprung vor dem. Allrounder! Nice! Doch, Gleichstand. Tatsache. Sie waren insgesamt Nummer 1. Okay. Ich kann mir was Schönes auswählen. Geil. Chevrolet. Mich, Mustang wäre geiler gewesen. Bin da so mehr der Mustang-Typ. Obwohl, der sieht echt nice aus. Stufe 7. Das bedeutet, wir können zum Café zurück. Immer diese Kaffeestunden. Und der hier, der sagt mir jetzt, dass wir alles freigeschaltet haben. Sie haben also ihre Sammelstufe erhöht, das hört man gern. Gut, Xerox, jetzt kann ich Ihnen Extremteile verkaufen. Bei einem Nachgassystem können Sie mit Leichtigkeit enorme Geschwindigkeit erreichen. Und obwohl Sie bei neuer Motor oder neuer Karosserie aktuelle Tuning-Keile aufgeben müssen, wird dadurch auch die Lebensdauer Ihres Autos verlängert, sodass es sich wie brandneu anfühlt. Damit bringen Sie Ihre Lieblingsautos wieder in Topform. Ist alles nicht billig, also entscheiden Sie mit Bedacht. Huch!
What? Muss ich das verstehen? Ich glaube schon, oder jetzt gerade nicht. Toll gemacht, Sie waren beim Petit Cours de France siegreich. Sie sollten nun Zugriff auf Missionen haben. Besuchen Sie Missionen, um sich an verschiedenen herausfordernden und spaßigen Rennsituationen zu versuchen. Missionen sind auch das Thema des nächsten Menüs, das ich für Sie vorbereitet habe bis dahin. Missionen! Versuchen Sie sich an einer Mission. Na, schon 3 Trophäen, geil. Ein paar schöne Sammlungen. Freut mich. Ja, jetzt geht's die Nachricht nach Amerika. Geil. Für dieses Menü sollten Sie sich an einer versuchen. Gehen Sie zur Mission, wählen Sie der Zauberberg und um Ihr Glück bei Deep Forest der Pass zu versuchen. Erreichen Sie Bronze oder besser und kommen Sie hier zurück. Ich werde eine kleine Belohnung vorbereiten. Okay. Geil! Mission ist jetzt offen. Geil. The Magic Mountain. Wow. Alter. Überholen Sie alle Autos bis zur Ziellinie. Eine Kollision mit einem anderen Auto führt zur Disqualifizierung von der Mission. Wow. Geile Challenge. What? Start. 23 Sekunden habe ich da gesehen. Ah, ich muss mit dem Auto fahren, was sie mir vorschreiben. Okay. Eins, zwei. Der andere ist doch mit mir kollidiert, oder? Sie haben Silber für Ihren zweiten Platz erhalten. Fantastische Arbeit. Ah, ich habe nur einen kleinen Sektor Zeit. Jetzt check ich's. Das war Piece of Shit. Und jetzt bin ich wieder Zweiter. Okay. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich muss richtig bremsen. Und zwar jetzt. Ah, das war schon wieder scheiße. Das war wieder scheiße. Oder nee. Ja! Gut.